Bisher hat der Larenta nichts verkauft, nicht ein einziges Stück. Natürlich freue ich mich darauf, William. 18 Uhr Orient Express und ich bringe Ihnen die Skizzen. Nein, William, ich sagte Skizzen, nicht Spitzen. Aber wenn Sie sie kaufen, werden Sie sehen, wie spitze die Kollektion ist. Ich sehe Sie nachher. Bis später. Ah, Sophia, das war ja geschmeichelt. Sehr geschmeichelt. Merci, Gina. Aber es ist doppeldeutig gewesen. Weshalb denn? Sie vermischen Geschäft und Privatvergnügen. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich sagen. Sie können nichts dafür, aber Sie sehen doch alles immer nur schwarz oder weiß. Interessant wird das Leben doch erst durch Zwischentöne. Ich kann es gar nicht erwarten, Ihnen zuzusehen, wie Sie klein durch Zwischentöne betören werden. Ich werde Ihnen hinterher Bericht erstatten. Das wird nicht nötig sein. Ich habe vor, mich in Ihrem Glanz zu sonnen. Sie wollen mitkommen, nur über meine Leiche. Ein gutes Angebot. Ich werde Ihnen Lokalverbot erteilen. Das wird ein bisschen schwierig werden, denn Tatsache ist, dass Ihnen das Lokal gar nicht mehr gehört. Vielleicht brauchen Sie mich ja, Partner. Es wäre doch furchtbar schade, wenn der Vertrag mit Klein platzen würde. Warum sollte er? Keine Ahnung. Wir sehen uns dann im Orient Express. Du bist immer noch hier? Spuckst du immer noch Feuer? Da wartest du eine Medaille. Wann wirst du endlich erwachsen? Wer, ich? Ich sehe ein, das ist zu viel verlangt. Woher willst du das wissen? Also, Kelly, du hast absolut recht, was mich betrifft. Weißt du das? Ich bin der Bösewicht in diesem Film, der schwarze Mann der Geschichte. Ich meine, schließlich wäre Barr ohne mich nicht in der Lage gewesen, Capital Enterprises zu übernehmen. Der Mann kann doch nicht mal entscheiden, in welche Socke er morgens welchen Fuß stecken soll, ohne seine Mama zu konsultieren. Oh nein, Sheriff, ich hab den Mann nicht erschossen. Ich hab bloß abgedrückt. Recht so. Immer drauf auf den Prügelknaben. Das ist ja auch leicht, als herauszufinden, wie es mit dir weitergeht. Interessant, das von dir zu hören. Du hattest dabei nichts zu verlieren, Rick. Bis jetzt. Ja, richtig. Nichts, bis auf meine Frau und mein Kind. Und jetzt verlässt die Ratte das sinkende Schiff. Das ist der Ratte völlig neu. Natürlich. Du wolltest uns gar nicht verkaufen. Man hat dich erpresst, oder? Der böse, böse Barr hatte dich in der Hand, hab ich recht? Armer, bemitleidenswerter Rick. Hey, Moment mal, Kelly. Ich bin nicht derjenige, der sich bemitleidet. Hör auf damit. Ich habe Barr nämlich gefragt und er hat gesagt, du hättest ihm den Gefallen liebend gern getan und nicht nur wegen des Geldes. Also wirklich, das finde ich echt große Klasse. Das finde ich wirklich super. Der Mann übernimmt euer Familienunternehmen und du scheinst ihm jedes Wort zu glauben. Darf ich dich was fragen? Wenn ich eure Villa abbrennen würde, macht mich das dann glaubwürdiger für dich? Wenigstens hat Barr seine Absichten geäußert. Oh Gott, da oben in deinem Elfenbeinturm muss es unendlich schön sein. Ich werde dir was sagen. Hier unten stinkt's. Die Menschen werden herumgeschubst und manipuliert. Tag für Tag. Willst du noch was Schockierendes hören, hä? Sie kriegen nicht immer, was sie wollen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann kommt es sogar vor, dass man gar keine Wahl hat. Der Tisch da vorne ist frei. Gar nichts? Nichts in den Akten. Und die Fingerabdrücke auf der Wasserflasche? Kristallklar. Aber nirgendwo scheinen Robert Barrs Fingerabdrücke registriert zu sein. Der Nebel verdichtet sich. Das ist nicht ungewöhnlich. Fingerabdrücke gibt's nicht von jedem. Doch, wenn Sie früher bei der Armee waren, schon. War er das? Ja, den Zeitungsartikeln nach zu urteilen hat er gedient. Dann sind auch welche da. Warum steht da nichts in den Akten? Wir finden bestimmt noch was auf seiner sauberen Weste. Was ist mit dem Logbuch? So eine Art Hightech auf hoher See. Selbst das hat er im Computer. Ich habe meine besten Hacker auf den Code angesetzt. Ich will wissen, wo das Schiff in den letzten 5 Jahren überall war. Du erfährst jeden Ort, der aufgeführt ist. Hast du den Anruf von Hunt schon mal ausgewertet? Noch nicht. Sicher ist jedenfalls, dass der, den er angerufen hat, der Drahtzieher der Übernahme und der Hintermann von Barr ist. Okay, das reicht. Ich rufe wieder an. Hallo. Und? Wie war dein Nachmittag? Wie war dein Ausflug? Ach, er war ganz nett.
Hast du meine Nachricht gekriegt? Ja. Es gab ungefähr 20 Stände entlang des Highways. Willst du einen Apfel? Von Eden sehr riskant. Wie war denn dein Tag hier? Ziemlich durcheinander. Ich bin durch die Gegend gefahren und dachte nach. Und dazu war es nötig, dass du wegfährst? Ja? Nein, sie ist hier. Sie kam gerade rein, Papa. Ich glaube, ganz gut. Jetzt nichts, okay. Halt mich einfach. Ja, Sir. Ganz wie Sie wollen. Darf ich? Nein. Aber das wird Sie nicht abhalten, oder irre ich mich da etwa? Ich wollte nur höflich sein. Und? Hängt der Spiegel an der Schlafzimmerdecke? Ja, natürlich. Und das Bett ist sehr einladend. Ich habe Aktfotos aufgehängt und außerdem Rotlicht installiert. Ganz Ihr Geschmack. Klingt interessant. Ich schicke eine Postkarte. Ich dachte, Sie laden mich mal ein. Warum sollten Sie mir sonst überall hin nachlaufen? Ich lebe hier. Sie sind doch neu in dieser Stadt. Vielleicht laufen Sie mir ja auch nach. Warum sollte ich das tun? Vielleicht verkaufen Sie Spiegel. Also, um ehrlich zu sein, ich bin in Santa Barbara rein geschäftlich. Public Relations? Mehr oder weniger. Mehr, da bin ich sicher. Sehr viel mehr. Ich habe gerne immer ein kleines Geheimnis. Und das wird auf die Dauer langweilig. Nicht, wenn die Leute auch nur halb so neugierig sind wie Sie. Sie sind an meinen Tisch gekommen. Wir treffen uns ständig. Das ist doch Schicksal. Aber Sie scheint das überhaupt nicht zu beeindrucken. Und ich bin sicher, das würden Sie wahnsinnig gern ändern. Ich würde vorschlagen, dass Sie Ihre Versuche intensivieren, mehr Informationen von mir zu bekommen. Und wie muss ich das anstellen? Sie könnten damit beginnen, ein wenig kooperativer zu sein. Vorsicht, Vorsicht, Mr. Hunt, sonst wird Ihnen zu heiß. Ich wüsste einen Weg, das zu verhindern. Ja, ich auch. Stecken Sie ihn zwischen Ihre Knie und drücken Sie. Hm. Ja, Gina, anscheinend amüsieren Sie sich ganz gut, hm? Wollen Sie nicht mitmachen? Bin ich denn auch eingeladen? Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie natürlich auch spazieren gehen. Aber ich denke, es warten ja einige interessante Aufgaben auf Sie. Sie wollten mich sprechen? Nicht hier. Nein, wieso nicht? Ich dachte, dass Sie hier der Boss sind, Gina. Noch nicht ganz. Ich spiele doch nicht die zweite Geige für die zweite Geige. Ich werde garantiert bald das ganze Orchester dirigieren und vielleicht werden Sie ja dann der Solist sein. Die Proben fangen heute um 6 Uhr im Orient Express an. Nein. Bevor ich Ihnen zusagen werde, will ich die Konditionen wissen. Darüber werden wir später reden. Heute Abend haben Sie dort aufzutauchen. Sehen Sie, meine Geschäftspartnerin trifft sich mit einem Großeinkäufer aus New York.
Und er hat noch nicht begriffen, dass hier ein neues Regime herrscht. Und ich wünsche mir, dass er das heute Abend erfährt. Ich erwarte, dass Sie mir dabei helfen. Alles, was wir tun müssen... Sie haben eine Art Fischfestival in Morro Bay. Das ist unglaublich. Alle Kinder sind mit riesen Fischköpfen rumgelaufen aus Pappmaché. Das war wirklich bizarr. Ich bin fast von der Straße abgekommen, weil ich so gestaunt habe. Was hast du so gemacht den ganzen Tag? Ich habe versucht, Neues zu erfahren. Über Robert? Über wen sonst? Was gefunden? Nichts, was uns nützt. Noch nicht. Und du? Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse? Nur, dass es mich mehr mitgenommen hat, als ich zunächst dachte. Sonst nichts? Dann war es ein kurzer Ausflug, hä? Durch den Abstand habe ich gehofft, meine Gedanken ordnen zu können. Heißt das etwa Abstand von mir? Ich dachte, du weißt es besser. Das heißt Abstand von Robert. Nachdem du ihn heute Morgen am Strand getroffen hast. Ah, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Was hat er dir gesagt? Er fragte mich, ob ich ihn in einem Übergangsteam unterstützen will. Und während der Fahrt überdachte ich sein Angebot. Ich bin überrascht, dass du dazu bereit bist. Ich schulde es dem Unternehmen, bei meiner Entscheidung absolut sicher zu sein. Schuldest du das der Firma oder dir selbst? Beiden. Capol Enterprises ist sehr wichtig für mich. Armanti ist wichtig für Mama, deshalb will sie nicht, dass Gina die Firma ruiniert. Und ich habe dieselbe Verantwortung. Dann hast du dich dafür entschieden? Nein. Ich denke, dass ich Robert absagen werde. Du denkst, wie soll ich das verstehen? Es geht um einiges, das ist dir doch klar. Ja, es steht viel auf dem Spiel. Offensichtlich mehr, als uns beiden bewusst ist. Mehr, als mir bewusst war jedenfalls. Verdammt! Ja, ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe jetzt, was der Herr Inspektor wollte. Du bist sehr schnell. Man knackt einen Computercode schnell. Das ist leichter als der Einbruch in eine Yacht. Also, ich habe das besagte Logbuch. Willst du es wissen? Eine Sekunde. Das hier dauert eine Weile. Schon gut, ich habe auch noch einiges zu tun. Okay, schieß los. Wohin ist unser Freund Robert denn überall gesegelt? Hast du schon daran gedacht, mit Sophia zu arbeiten, nicht nur gegen sie? Hä? Sich einzuarbeiten, die große Chance wahrzunehmen. Denn jetzt springst du doch in eine Position, auf die du nicht im geringsten vorbereitet bist. Weißt du was? Jetzt drehst du durch. Das würde heißen, ich arbeite Monate unter Sophias Regime. Ich drehe nicht durch. Hier geht es ums Geschäft. Sophia kennt sich aus, glaub mir. Ich kenne Schlimmere. Sie ist keine schlechte Lehrerin. Ja, und was ist denn Frau Professor Kerb, wo ich gar nicht unterrichten will? Aber Rektor Barr lässt ihr doch gar keine Wahl, oder? Nein, sie hat mich nur aus der Schule geworfen. Sie will mich loswerden, genauso wie ich sie loswerden will. Wenn ich hier nur kleine Brötchen backen soll, dann fange ich gar nicht erst an. Hey, 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 General. Der Krieg ist gewonnen. Armonti gehört dir. Also ganz ruhig und genieße die Beute. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich mich fürchte. Vor Sophia? Vor der ganzen Sache. Vielleicht verliere ich ja alles. Das passiert immer, wenn ich das kriege, was ich will. Und das halte ich ganz sicher nicht nochmal durch. Gina, das wirst du nicht, wenn du das Spiel richtig spielst. Du kannst alles tun. Hab ein wenig Vertrauen. Und du brauchst Geduld. Du sorgst dich immer noch um mich. Was hat das denn jetzt mit dem Firmenkrieg zu tun? Gar nichts. Ich merke es nur an der Art, wie du mit mir redest. Dann gratuliere ich dir. Dein Leben kriegst du nicht in den Griff, aber mich durchschaust du, hä? Langsam würde ich in Deckung gehen. Moment mal. Ich werde in den Kampf ziehen. Und du hilfst mir dabei, versprochen. Hook beschränkt seine Raubzüge auf die pazifischen Inseln. Also, Barr war in Südamerika, in Zentralamerika, in Mexiko und Kalifornien. Offensichtlich ist die Yacht auch noch woanders gewesen.
Aber wenn er an Bord war, waren sie nur auf dieser Seite des Kontinents. Und er war oft an Bord. Er verbringt sehr viel Zeit mit Segeln für einen Geschäftsmagnaten. Das heißt, er weiß seine Freizeit zu schätzen. Das kannst du auch anders sehen. Aber ich glaube, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich fühle das. Da wir gerade dabei sind, ich habe da eventuell noch etwas. Was denn? Das erfährst du, wenn ich mehr weiß. Alles klar, pass gut auf dich auf. Hallo. Hallo, komm doch rein. Ich bin sehr froh darüber, dass du vorbeikommen konntest. Was sind das für Karten? Oh, ich mache gerade eine kleine Expedition. Eigentlich wollte ich dich nur fragen, wie es neulich mit Bar auf der Yacht gelaufen ist. Nichts Nennenswertes. Ich hab nichts aus ihm rausgekriegt. Er war freundlich, höflich. Und ich glaube, es hat ihn interessiert, was ich zu sagen hätte. Hat er versucht, die Unterhaltung von sich selbst abzulenken? Ja, wir sprachen praktisch die ganze Zeit bloß über mich. Ja? Denkst du, dass er ein Geheimnis hat? Was ist? Hat Eden mit dir eigentlich schon über ihre merkwürdigen Träume gesprochen? Was denn für Träume? Träume, in denen sie beinahe ertrinkt. Gab es irgendeinen Vorfall, als ihr klein wart? Weißt du irgendwas davon? Eden und ertrinken? Nein. Und das hätte ich auch ganz bestimmt nicht vergessen. Wieso kann sie das dann so durcheinander bringen? Und was hat das Ganze zu tun mit Robert Barr? Glaubst du, dass Robert dir etwas antun könnte? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Zuallererst muss ich den Kerl gründlich unter die Lupe nehmen. Vielleicht kann ich dir helfen. Wie? Hunt ist in der Stadt und ich habe ihn auch schon gesehen. Wenn ich ein bisschen nett zu ihm bin, wird er mir sicher sehr viel erzählen. Kelly, dann wirst du ihn nicht mehr los. Oh, das ist eine leichte Übung. Daran darfst du nicht mal denken. Mir wäre es lieber, du kümmerst dich um deine Schwester. Sie braucht Hilfe. Waren Sie schon mal in therapeutischer Behandlung, Mrs. Castillo? Letztes Jahr. Ich wurde vergewaltigt. Dr. Heather Donnelly hat mir sehr geholfen. Ich wäre auch jetzt zu ihr gegangen, aber sie und ich sind eng befreundet. Und ich dachte, es ist besser, wenn ich den Therapeuten nicht kenne. Ist es generell schwierig für Sie, sich Menschen zu öffnen, die Ihnen nahestehen? Eigentlich nicht. Cruz und ich, das ist mein Mann. Wir reden einfach über alles. Ich musste ihn jedenfalls noch nie belügen. Aber in letzter Zeit, manchmal ist es schwer, über ein Problem zu sprechen, das man nicht im Griff hat. Ja, aber das Gefühl hatte ich Cruz gegenüber noch nie. Das ist ganz neu. Jetzt wollen Sie wohl wissen, wieso. Wenn Sie es erzählen wollen. Ich habe dauernd diesen Traum. Ich sehe, wie ich ertrinke. Aber ich werde gerettet. Und der Mann, der mich rettet, ist jemand, den ich kenne. Es ist nicht Ihr Mann. Die Bilder sind nicht so wie in Träumen sonst. Es ist wie etwas, an das ich mich nicht erinnere. Ich bin viel jünger und diese Bilder... Also, wenn ich ganz konzentriert versuche, mich zu erinnern, dann... stoße ich nur auf ein schwarzes Loch. Und diese Bilder erscheinen Ihnen also ohne ersichtlichen Grund? Es ist nicht so, dass ich es bewusst bewirke, sondern sie erscheinen mir oder werden ausgelöst durch diesen Mann, von dem ich gerettet wurde. Ich habe mit ihm geschäftlich zu tun. Wir sehen uns regelmäßig in letzter Zeit. Er ist mit Sicherheit der Grund für das, was ich momentan durchstehe. Glauben Sie, der Mann fühlt sich zu Ihnen hingezogen? Was hat das damit zu tun? Wieso? Ich meine, das wäre schon möglich, aber darum geht es mir nicht. Wie ist er denn? Er ist aggressiv. Er ist ein mächtiger Mann und er ist charismatisch. Manchmal, wenn ich bei ihm bin, ist es, als könnte ich nicht atmen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Frauen, die so etwas Traumatisches erlebt haben wie eine Vergewaltigung, unwohl fühlen in Gegenwart dominanter Männer. Und das Gefühl, keine Luft zu bekommen, kommt dem Gefühl des Ertrinkens, das Sie beschreiben, sehr nahe. Nein, nein. Ich bin sicher, was Sie sagen, ist wahr, aber mit mir hat das ganz gewiss nichts zu tun. Diese Bilder sind wie... Sie sind wie eine erlebte Erfahrung, wissen Sie?
Doch Tatsache ist, dass ich mich überhaupt nicht daran erinnere. Haben Sie sich hier eine ernsthafte Kopfverletzung zugezogen? Ja, ich hatte vor Jahren einen Unfall in den Bergen. Ich zögere immer, das zu erwägen, denn es liegt nicht nahe, aber bei einem schweren Hirntrauma kann es zu phasenretrograder Amnesie kommen. Offen gesagt, ich müsste zunächst alle anderen möglichen Ursachen ausschließen, bevor wir das in Betracht ziehen können, aber wenn Sie es für möglich halten, dann schlage ich vor, dass Sie Erinnerungslücken aufspüren. Phasen in der Vergangenheit, an die Sie sich nicht erinnern. Tja, was könnte ich schon verlieren? Hättest du nicht Lust, mit mir und Mr. Klein in den Orient Express zu gehen? Wieso brauchst du mich? Weil ich denke, dass Gina die Veranstaltung sabotieren will. Oder aber sie vergiftet das Essen. Und du willst mich sozusagen als Vorkoster. Ja, sowas in der Art. Du sollst sie ja nur ablenken und dafür sorgen, dass jeder Angriff ihrerseits gleich im Keim erstickt wird. Komisch, du hast mich doch früher auch nie gebraucht. Was ist an diesem Abend so Besonderes? Willst du mir helfen oder nicht? Mom, was ist denn los? Hat es vielleicht etwas mit Rick zu tun? Rick macht Geschäfte mit Gina. Er ist heute bei ihr erschienen. Er wollte sie sehen. Es tut mir so leid, Liebling. Anscheinend hat er endgültig die Fronten gewechselt. Und? Kommen wir ins Geschäft? Ich bin völlig platt. Wo ist mein Scheckbuch? Ich wusste, dass es dir gefällt. Absolut. Aber nicht für ein Geschäftsessen. Also gefällt es dir nicht? Gina, ich liebe es. Aber ich hatte ein ganz anderes Kleid für dich ausgesucht. Ja, das Kleid, das du mir ausgesucht hast, war offizieller. Doch das hier ist... Sag du es mir. Es ist... göttlich. Also nicht schlecht für eine Topmanagerin. Horror für eine Topmanagerin. Nicht schlecht für eine Lady, die einen Kerl bezirzen will. Gibt's da einen Unterschied? Wenn du das so siehst, hast du von Mode keine Ahnung. Und auch nicht von Geschäften. Ich kenne die Männer. Wenn du mit ihnen essen gehst, mag sein. Aber ein Konferenztisch ist was anderes. Das ist doch kein Problem. Ich verbinde nur das Geschäft mit dem Vergnügen. Das tut Sophia immer. Du kannst wetten, dass sie nicht in so einem Kleid aufkreuzt, Gina. Das sehe an ihr auch bestimmt nicht gut aus. Das ist keine Frage des guten Aussehens. Schon mal was von richtiger Kleidung gehört? Das hier ist eher ein Exzess. Also, Bunny, das Kleid, das du mir ausgesucht hast, ist wirklich sehr nett. Und genau so ein Kleid wird Sophia heute Abend anziehen und deshalb werde ich so etwas nicht tragen. Deswegen habe ich es ausgesucht. Bunny, wenn ich dieses Kleid anziehe, würdigt mich William Klein keines Blickes. Ich will, dass wir uns einig werden. Ich will, dass er seine Unterschrift unter den Vertrag setzt und das schaffe ich. Der Handwerker. Schon in den Betten nachgesehen? Bitte leg ihn weg, bevor du jemanden verletzt. Was zum Teufel machst du denn hier? Bist du verrückt, wenn Hand dich hier findet? Das wird er nicht. Aber beinahe hätte er dich gekriegt. Du hast gut reden. Ich dachte, wir wären uns einig, dass ich ihn überwache. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Ruhe, bis die Stimme am Telefon einen Namen hat. Das überlass mir. Das Durchsuchen von Hotelzimmern und das Wanzen einbauen ist nicht dein Stil. Und du hast einiges zu verlieren, wenn sie dich kriegen. Könntest du das deinem Chef erklären? Sicher nicht. Ich würde auf der Stelle rausfliegen. Aber das wäre es wert, wenn ich erfahre, nach welcher Pfeife Robert Barr tanzt. Dafür werde ich bezahlt. Du willst doch keine Gehaltserhöhung. Sicher nicht. Ich will nur eins, dass du mich in Ruhe lässt. Ich mache hier meinen Job. Schon gut. Beeil dich bitte. Du nützt mir nichts, wenn du im Gefängnis sitzt. Überlass das mir, Inspektor. Das erzählt dir alles, was du wissen willst. Und hör gut zu. Alles klar. Hallo, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ach, Daddy, ich wollte dich nicht stören. Und?
Schwelgst du in Erinnerungen? Die reine Neugierde. Ach was, suchst du was Bestimmtes? Nein, ich will nur die Erinnerungen auf. Ich kenne das Gefühl. Weißt du, ich habe die meisten Fotos schon vergessen. Die sind ganz schön, nicht? Ja. Einige habe ich auch vergessen. Oh, das ist ja ein Mordsfisch. Wir sind früher viel gesegelt. Beinahe jeden Sommer. Weißt du das nicht mehr? Aber natürlich. Und mit 18 oder 19 nannte ich unser Boot das schwimmende Gefängnis. Ich durfte mich nie mit Jungs treffen. Du warst so zart, so naiv. Erzähl mir etwas von unseren Segelturns. Oh, lass mal sehen. Ja, wir sind viel rumgekommen. Wenn's langweilig war, gingen wir an Bord und segelten einfach irgendwo hin. Und da, wo es uns gefiel, warfen wir den Anker und haben kleine Ausflüge gemacht. Wenn wir genug hatten, sind wir wieder verschwunden. Erzähl mir mehr davon. Wir haben tolle Sachen erlebt. Es war so wunderbar. Erinnerst du dich an was Besonderes? An was Besonderes? Ja. Ich weiß noch, wie wir geangelt haben. Du hattest dein T-Shirt am Haken. Du hast es Mason ausgezogen. Was? Mason ging gern angeln? Mason hasste das Angeln. Er hat auf Dosen geschlagen, auf Pfannen und Töpfe und dadurch natürlich die Fische vertrieben. Ein richtiger Umweltschützer. Damals wahrscheinlich der Erste. Sind wir denn jemals gekentert? Ich kann mich nicht daran erinnern. Und auf einer einsamen Insel sind wir auch nie gestrandet. Keine Schlachten mit Piraten? Nein, nur in deiner Fantasie. Ist nie jemand ertrunken oder beinahe ertrunken? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wieso fragst du? Oh, ich dachte, nur so. Ach, dabei fällt mir ein, ich habe einen Artikel gelesen über Amnesie. Sie kann verursacht werden durch schwere Kopfverletzungen. Als ihr dachtet, ich wäre tot, erzählte Kane mir, ich wäre längere Zeit bewusstlos gewesen, ob ich viel vergessen habe. Das hättest du doch schon längst bemerkt. Und es ist nichts geschehen, kein Unfall, bei dem ich mein Gedächtnis verloren haben könnte. Nein, nicht, dass ich wüsste. Warte mal, da war doch dieser Unfall in der Schweiz. Ach, das. Ihr habt euch ein Auto besorgt und ihr habt niemandem Bescheid gesagt. Naja, ich dachte, ich fliege aus der Schule. Du kannst froh sein, dass euch nicht mehr passiert ist. Hatte ich eine Amnesie? Ja, aber das war unter den gegebenen Umständen normal. Die Ärzte haben gesagt, es würde sich bald widerlegen. Und sie sagten, ich würde wieder vollkommen gesund werden. Ja, wieso? Glaubst du, du hättest irgendetwas vergessen? Naja, vielleicht leide ich an vorzeitiger Senilität. Ich finde, dass es da schon so einige Dinge gibt, an die ich mich nicht mehr erinnere. Das haben wir alle. Komm erst mal in mein Alter. Das kann schon sein. Ich gehe jetzt mal runter zur Yacht, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Okay. Bis später. Sie sind ja pünktlich. Das ist doch wichtig, wenn wir beide zusammenarbeiten wollen. So wie Sie angezogen sind, Gina, muss ich annehmen, dass es Ihnen anscheinend wirklich ernst ist. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Er darf Sophia gar nicht bemerken, sondern nur mich. Und das dürfte nicht schwer sein. Das glaube ich auch. Es dürfte schwerer sein, ihn wieder loszuwerden. Es muss sich alles vor den Augen dieses Einkäufers abspielen. Er müsste jeden Augenblick hier sein. Okay, was soll ich machen? Also, das ist mein Plan. Lassen Sie uns nur ein paar Minuten, um warm zu werden. Dann verschwinden Sie, um mich hier anzurufen. Sie rufen mich an und spielen sich auf wie ein großer Superdesigner, wie zum Beispiel Yves Saint Laurent. Und das nennen Sie einen Plan? Das ist doch für den Anfang nicht schlecht. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich offiziell für Sie arbeiten werde. Sie sind doch hier, oder nicht? Nur, um über die Konditionen zu reden. Das alles können wir noch nachher besprechen. Oh, okay, fein. Also, viel Glück mit New York. Moment mal, wohin wollen Sie denn? Nun, Gina, Ihr Angebot ist nicht so gut, wie ich dachte. Sie werden in dieser Stadt kein anderes Angebot kriegen und das wissen Sie. Er kann jeden Moment auftauchen. Da ist er ja. Oh, sieht wie ein Spieler aus. Kann ich jetzt auf Sie zählen oder nicht? Also, was ist? Ich denke, ich mach's. Bill, hallo, schön, Sie zu sehen. Miss Timmons. Ich wusste gar nicht, dass Sie kommen wollten. Sie werden mich in Zukunft noch öfter sehen, Bill. Ja, das scheint mir auch so, ja. Und? Gefällt Ihnen dieses Kleid? Nun, ich finde es wirklich sehr ausgefallen. Ein Armonti-Original? Nein. Das dachte ich schon. Wo ist Sophia? Oh, die kommt schon noch. Oder sie kommt nicht. Sie verhält sich in letzter Zeit äußerst launisch. Ich sage Ihnen was, wir zwei sollten einfach ohne sie anfangen. Bedienung? Sie wünschen? Eine Flasche von Ihrem besten Champagner. Sofort. Nun, ich hoffe, das hier ist der Beginn einer langen und profitablen Freundschaft. Da bin ich ja überrascht.
Ich weniger. Ich war gewarnt. Eins muss ich Gina lassen. Schüchtern ist sie nicht gerade. Und sie hat einen Gehilfen. Ignoriere ihn. Kümmere dich um sie. Ich kümmere mich um Klein, okay? Also, dann an die Arbeit. William, hallo. Sophia, Sie sehen fantastisch aus. Oh, danke schön. Oh, Gina, ich bin entzückt, dass Sie bei uns sind. Schade, dass Sie sich nicht mehr umziehen konnten. Macht nichts, so demonstrieren Sie am besten, wie Amontis Winterkollektion bestimmt nicht aussehen wird. Herein. Ich störe hoffentlich nicht, Mr. C. Schon gut. Ich habe nur die Fotos angesehen, die Eden rausgesucht hat. War sie hier? Ja, gerade. Suchst du sie? Naja, ich würde gern zusammen mit ihr essen. Wir haben uns in den letzten Wochen nur wenig gesehen. Ich habe einfach zu viel Arbeit. Weißt du was Neues von Barr? Wie laufen die Ermittlungen? Krumme Geschäfte, das steht fest. Ich konnte ihm bisher leider noch kein Verbrechen nachweisen, aber er hat Verbindungen zu kriminellen Elementen. Ach, das ist doch nichts Neues. Ich habe einen Anruf seines Partners aufgezeichnet. Wahrscheinlich der Kerl, den du schon mal erwähnt hast. Derjenige, nach dessen Pfeife getanzt wird. Dieser Mann kommt nach Santa Barbara, hat er gesagt. Er will den wahren Grund für die Übernahme erklären. Wir kennen doch den wahren Grund, Habgier oder etwa nicht? Ah, ich schätze, dass mehr dahinter steckt. Und was? Keine Ahnung. Aber ich schätze, dass jemand ein anderes Interesse an der Übernahme deiner Firma hat. Ich will nicht, dass der Familie noch mehr Schmerz zugefügt wird, doch ich fürchte, dass der Spaß noch lange nicht vorbei ist. Noch ein Grund, Nachforschungen anzustellen. Wir haben schon genug gelitten. Und es wäre schön, wenn ihr zwei, du und Eden, eine Woche wegfahren könntet. Ich wünschte, wir könnten das tun. Das ist gar keine Frage. Aber ich hoffe, wir sehen uns wenigstens ein paar Stunden. Warum denn nicht gleich? Sie ist unten am Boot. Da ist Proviant. Verbringt den Abend an Bord. Macht euch ein paar schöne Stunden. Ihr habt es euch verdient. Daddy, das verstehst du nicht. Ich verstehe dich sehr gut. Solange du unter meinem Dach wohnst, wirst du mir gehorchen. Ist das klar? Musst du mich immer bevormunden? Ich bin 18 Jahre alt. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Eden, bitte zwing mich nicht, etwas zu tun, das uns beiden leid tun würde. Du musst mich endlich loslassen. Du erdrückst mich ja geradezu. Eden, bitte zwing mich nicht, etwas zu tun, das uns beiden leid tun würde. Du musst mich loslassen, Daddy. Du erdrückst mich geradezu. Du musst hier abzeichnen. Und das hier sind alles Gewinn- und Verlustabrechnungen von den letzten paar Jahren. Tatsächlich, ja? Dann gibt es Amanti anscheinend seit dem Bürgerkrieg. Probleme, Partner? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe nur gerade angemerkt, wie wunderbar Sie diese Firma geführt haben. Oh, und jetzt, wo Sie dabei sind, wird alles noch viel wunderbarer. Ja, genau das denke ich auch. Oh, und vergessen Sie nicht, jeden Vorschlag zu unterzeichnen. Wir wären sonst nicht fähig zu sagen, was in Ordnung und was nicht in Ordnung ist. Am besten wäre natürlich, Sie machen alles allein. Ich nehme an, das kann auch bis morgen warten. Och, Gina, dadurch wächst Ihr Rückstand. Mr. Klein muss ja denken, dass Sie es nicht schaffen, nachzukommen. Und das wollen wir doch nicht. Übrigens, er hasst den Namen Bill. Sehr eindrucksvoll, Sophia. Natürlich habe ich nichts anderes erwartet von Amonti. Oh, danke schön. Wissen Sie, die Entwürfe sind einfach superb. Stilvoll, elegant, mit diesem Flair und klassischen Touch. Das wird schon Jean-Pauls Markenzeichen. Wann können wir die Ware bekommen? Sofort natürlich. Wirklich, sehr tüchtig. Und? Ist der Rat nicht gut gewesen? Ich sagte doch, dass Jean-Paul Stil hat. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass wir dieses Design besprochen haben. Ich war davon überzeugt, dass die Kollektion schon fertig war, bevor Sie zu uns gestoßen sind. Sie müssen sehr stolz auf Ihre Mutter sein. Ja, das bin ich. Sie ist die Beste. Sind Sie auch Designerin? Sie sehen mehr aus wie ein Model.
Erlaubst du, dass ich an Bord komme? Natürlich. Und, schon einen Fisch gefangen? Nein, ich habe wohl den falschen Köder erwischt. Warum versuchst du es nicht und hängst einfach eine Flasche Champagner über Bord? Dein Vater sagte, das Schiff wäre gut bestückt. Wahrscheinlich sind die Fische auch schon viel zu verwöhnt. Du hast ihn gesprochen? Ja, er sagte, du seist hier. Und was hat er sonst gesagt? Dass du Entspannung sehr nötig hättest. Tja, da hat er wohl recht. Soll ich lieber gehen? Nein. Dann brauche ich etwas Augenkontakt. Diese Distanz ist unerträglich für mich. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Komm zu mir zurück. Ganz und gar, ich bitte dich darum. Ich kam her, weil ich dachte, dass die Vision, die ich immer habe, eine Beziehung zum Boot haben. Neue Erkenntnisse? Nein. Ich habe zwar Erinnerungen, aber anscheinend haben die nichts zu tun mit den Bildern, die ich sehe. Ich wünschte bei Gott, es würde aufhören. Wenn ich darüber nachdenke, bringt das uns nur noch weiter auseinander. Wir stehen das durch, wenn du willst. Mach mir bitte keine Vorwürfe. Ich allein schaffe das nicht. Ich weiß. Ich bin doch nicht gegen dich. Ich würde absichtlich nichts tun, was Distanz zwischen uns beiden schafft. Natürlich nicht. Das würde ich auch um jeden Preis vermeiden. Das weißt du. Dann versprich mir, dass nichts uns auseinanderbringt. Da gibt es bloß einen Weg. Und welchen? Wir müssen zueinander stehen. Dann wird uns nichts trennen. Dankeschön, dann nehme ich an, wir sind uns einig. Ja, aber eine Bitte hätte ich noch. Aber gern, was wäre es möglich, dass ich Fotos von den Kleidern mit nach New York nehmen kann? Was meinen Sie? Natürlich, William. Sie müssten spätestens übermorgen auf meinem Tisch sein, geht das? Überhaupt kein Problem, die Fotosession arrangiere ich gleich morgen. Fein. Ich hoffe, Amonti hat Models, die so wunderschön sind wie Sie. Leider weiß ich nicht, wo man die findet. In Versandhauskatalogen. Miss Timmons, ist das Ihr Ernst? Nein, eigentlich wohl eher nicht. Entschuldigen Sie mich, ich hoffe, dass Sie mich nicht vermissen werden, aber ich brauche eine Pause für meine Hand. Ich habe den schlimmsten Krampf, den man sich überhaupt vorstellen kann. Oh, bitte keinen Applaus. Immerhin hätte ich es ohne Ihre Hilfe nicht geschafft. Können wir zu den Konditionen kommen? Bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss noch etwas Wichtiges erledigen. Sicher. Oh, also mein Würfel ist geschmolzen und ich hoffe, dass Sie ihn nicht ersetzen wollen. Nein, ich möchte mich entschuldigen. Wieso? Weil es Ihnen aufrichtig leid tut? Oder weil Sie erkannten, dass es besser ist, zu kooperieren, denn dann kriegen Sie mehr Informationen? Ja. Wenigstens ehrlich. Einmal. Und ich bin auch durstig. Laden Sie mich ein? Ohne Eis. Überredet. Setzen Sie sich.
Danke. So. Sie sind am Zug. Sie sind es, der die Spielregeln bestimmt. Ist das etwa eine Einladung? Ich habe auch gern meine kleinen Geheimnisse. Entschuldigung, für Sie. Ich muss Sie leider vertrösten. Ich habe was Geschäftliches zu erledigen. Guten Abend. Bis dann. Du willst doch nicht etwa schon gehen? Was geht dich das an? Du bist ja anscheinend in guten Händen. Was, Gina? Ach, komm schon. Das meinst du nicht ernst. Nein, ganz sicher nicht. Du bist ein Witz, Rick. Und ich habe genug gelacht. Was ist mit den Konditionen? Wo soll ich unterschreiben? Was ist hier los? Ich habe gerade diesen Typen hier erwischt. Er hatte das bei sich. Der süße kleine Wahnsinn. Erstaunlich. Wieso sollte irgendjemand mich belauschen? Eden, bitte zwing mich nicht, etwas zu tun, das uns beiden leid tun würde. Daddy, du musst mich loslassen. Du erdrückst mich ja geradezu. Ich will dich doch nur beschützen. Indem du mich von dem Mann fernhältst, den ich liebe? Du bist erst 18. Du weißt noch nicht, was Liebe ist. Das ist nur ein Flirt. Nein. Das geht vorbei. Nein. Du wirst ihn schon bald vergessen. Nein.